Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Style & Talk für dich, denn naja, im Prinzip ist es die Shop My Stash Lottery Reihe, das heißt, ich habe mir schon im Vorfeld die ganzen Produkte ausgelost. Gleichzeitig ist es aber auch ein ja, Q&A Style & Talk, weil ich habe auf Instagram ein paar Fragen stellen lassen, die ich hier auf meinem Handy habe und jetzt nach und nach beantworten werde. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alle Produkte, die ich hier in diesem Video verwende, habe ich unten in der Infobox verlinkt. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich versuche trotzdem dran zu denken, sie immer auch zu benennen, aber wenn ich gerade so im Redeflow bin, die Frage zu beantworten, dann ne, kann es mal untergehen. Ich starte jetzt zuallererst mit der Make-Up Academy Pro Base Moisturizing Primer Geschichte. Das ist dieses hier. Habe ich bei Beauty Bay gekauft. Das ist jetzt ganz neu bei Beauty Bay eingezogen, die Marke. Beziehungsweise neu ist die Marke nicht. Die gibt es ja schon Ewigkeiten. Aber die ist jetzt bei Beauty Bay auch eingezogen. Wenn ich die auftrage, kann ich ja die erste Frage beantworten. Und die hatte Anjas kleine Welt an mich gerichtet. Ich hatte erst drüber nachgedacht, will ich die wirklich beantworten, weil es ziemlich heikel ist. Sie hat mich gefragt, wie ich das Ganze hier finanziere. Nun, also, es ist natürlich so, dass ich die ein oder andere Kooperation habe. Manche Kooperationen sind auch bezahlt. Das heißt, ich bekomme dafür, dass ich ein Video hier mache, ein bisschen Geld. Das ist zum Beispiel bei Yoga Junkies der Fall. Da blende ich ja auch ein, enthält bezahlte Werbung. Ne? Da bekomme ich dann für das Video entsprechend Geld. Andererseits verdiene ich auch Geld durch Affiliate-Links, die unten in der Infobox sind. Das heißt, wenn ihr Produkte zum Beispiel über einen gewissen Link bestellt und draufklickt, bezahlt ihr nicht mehr, aber ich bekomme dann eine kleine Provision, zum Beispiel von Amazon oder von Beauty Bay zum Beispiel oder Flaconi und so weiter. Da gibt es verschiedene Partnerprogramme, wo man dran teilnehmen kann. Und wenn man sich da entsprechend registriert und die Links darüber kreiert, bekomme ich dadurch, dass ihr dann über meinen Link auf die Homepage geht, halt eine kleine Provision. Genau. Das war jetzt das erste Mal, dass ich diesen Primer verwende und er ist wirklich wundervoll feuchtigkeitsspendend, fühlt sich richtig toll auf der Haut an und finde ich gerade ziemlich gut und angenehm, muss ich sagen. Als nächstes werde ich verwenden ein Pröbchen von der Yves Saint Laurent Touche Eclat All-in-One Glow Foundation mit Lichtschutzfaktor 23. Das ist diese hier. Ich glaube, ich habe die Farbe Beige oder sowas. Ja, B20. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Könnte mir gegebenenfalls etwas zu dunkel sein. Aber gelost ist gelost, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Ganze werde ich übrigens einblenden mit dem Beauty-Schwämmchen aus der Goodiebox Crush. So, ach komm, ich bin ja minimal gebräunt, ne? So, außerdem, wie ich halt auch durch YouTube Geld verdiene, ist, dass ich YouTube-Einnahmen habe. Das sind Google AdSense-Einnahmen. Das heißt, dadurch, dass hier Werbung geschaltet werden darf und entsprechend die Werbung geschaut oder eben übersprungen wird oder wie auch immer, bekomme ich entsprechend Einnahmen über eben die Videos an sich. Und das heißt, dadurch bekommt man dann auch nochmal ein kleines Add-on, was das Finanzielle angeht. Ne? Also ja, ich bin jetzt kein großer YouTuber, ich bin ja wirklich ein Mini-YouTuber hier. Huch, aber dadurch, dass ich ja wirklich täglich Videos hochlade und meine Videos auch nicht schlecht geschaut werden, vielen, vielen Dank dabei an euch, ist es tatsächlich so, dass ich da auch ganz, in Ordnung was verdiene. Also es ist manchmal im vierstelligen Bereich, manchmal im dreistelligen Bereich. Das kommt wirklich immer auch auf die Zeit an. Ich habe es jetzt tatsächlich auch das ganz Extreme, ne? Ich habe es in der Corinna-Zeit gemerkt, dass da die Einnahmen extrem zurückgegangen sind. Teilweise hatte man 50% Einbußen von den Einnahmen her, weil die Firmen die Werbeplätze halt nicht so ersteigern. Das heißt, dass man, wie erklärt man das? Das, was man verdient, ist ja nicht das, was quasi YouTube für die Werbeplätze bekommt. Die Werbeplätze werden versteigert an die verschiedenen Firmen. Und die können sich die entsprechend ersteigern. Und da ist halt das Prinzip mit Angebot und Nachfrage. Je mehr Leute sich dann entsprechend auf diese Werbeplätze bewerben, desto höher und so teurer ist dieser Werbeplatz. Und desto mehr gibt YouTube dann auch entsprechend weiter an die Creator, sprich an mich dann auch am Ende des Monats. Ne? Und wenn es dann halt wie in der Corinna-Zeit so der Fall ist, dass die Firmen eher verhalten sind und eher weniger Werbung schalten. Oder es gab ja auch diesen großen Skandal mit den Firmen, die dann die ganze Geschichte auch boykottiert haben. Das war auch auf Facebook und auf Instagram eine ganz große Nummer.
dann geht das Ganze natürlich auch extrem zurück. Jetzt kommt halt wieder die Adventskalenderzeit oder sie ist schon da. Also ihr habt schon einige Adventskalender von mir geöffnet bekommen. Dann ist es natürlich so, dass wieder mehr Werbung kommt. Also die Weihnachtszeit ist immer eine ganz große Zeit für Werbeeinnahmen in dem Sinne, weil Weihnachten ist eine sehr kommerzielle Zeit, genauso auch wie Valentinstag oder so. Dementsprechend hat man da dann auch entsprechend höhere Einnahmen als YouTuber, als Creator. Ja, und der dritte Punkt oder noch ein weiterer Punkt, womit ich Geld verdiene in meinem Leben, ist nun mal mein Job. Also ich bin in einem Vollzeitjob am Arbeiten, in einem kompletten Beruf. Das war auch eine Frage. Ich arbeite als Vertriebs- und Marketingassistentin. Ich bin gelernte Industriekauffrau, habe meine Ausbildung 2012 beendet und arbeite seitdem Vollzeit als Industriekauffrau, beziehungsweise, jetzt ist meine Jobbezeichnung Vertriebs- und Marketingassistentin. Ich bin Assistentin des Bereichsleiters bei uns im Unternehmen und ich arbeite im Bereich Tierernährung. So, die Foundation ist übrigens richtig toll. Die ist wirklich toll, auch die Farbe passt. Ich bin gerade ziemlich begeistert. Also jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, wo meine Sommersprossen sehr aktiv sind und ich dementsprechend auch etwas bräuner im Gesicht bin, passt das gerade richtig gut. Also ich hätte nie gedacht, dass mir Beige als Farbe passen könnte, B20. Und ich glaube, ich hatte die auch das letzte Mal aufgetragen. Das war irgendwie im Winter oder irgendwie am Anfang des Jahres oder so. Und da habe ich auch gedacht, uiuiui, das muss ich nochmal im Sommer austesten. Safe, passt, ne? Richtig schön und die strahlt auch richtig toll. Also die mag ich gerne leiden. Das ist eine schöne Foundation, nur ziemlich teuer. Und der Schwamm, richtig toll, der ist super weich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der gefällt mir auch richtig, richtig gut. 1A. Ja, die werde ich jetzt demnächst öfters verwenden und dann auch dementsprechend aufbrauchen, denke ich, weil das ist nur so ein kleines Tübchen. Ich denke, für ein, zweimal ist da wohl noch was drin. Locker, schaffe ich. Als Concealer möchte ich gerne verwenden von Physicians Formula, den Nude Wear Concealer. Das ist dieser hier. Ich liebe die Verpackung, ne? Also das ist ja wahnsinnig schön und bin ich froh, dass ich den gezogen habe. Farbe steht hier jetzt nicht drauf, steht aber in der Infobox drin. Ach komm, dann kann ich jetzt, während ich den auftrage, auch noch ein bisschen was zu meinem Job erzählen. Genau, das ist einer zum Hochdrehen. Genau, als Industriekauffrau oder Industriekaufmann, je nachdem, ist man halt im kaufmännischen Bereich unterwegs. Also ich habe 2008 mein Abitur gemacht und bin danach ein Jahr zur höheren Handelsschule gegangen, um einfach schon mal so ein bisschen kaufmännische Vorkenntnisse zu sammeln. Und weil zu dem Zeitpunkt auch der Ausbildungsmarkt sehr, sehr überlaufen war, das heißt, die Firmen hatten genug Auszubildende, ich hätte so keinen Ausbildungsplatz bekommen, vor allem, weil ich halt ein ganz normales, reguläres Abitur gemacht habe. Und genau, studieren wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall vorher eine Basis schaffen, um halt auch zu sehen, wie es im beruflichen Alltag so funktioniert. Ich habe immer wieder auch nebenher gearbeitet. Das waren jetzt nicht unbedingt kaufmännische Berufe. Das, was ich am Ende sehr viel gemacht habe, ist Nachhilfe zu geben. Aber ich war jetzt nie eine Musterschülerin, muss ich gestehen. Später, als ich in der Ausbildung war, war ich ziemlich gut. Also ich habe auch als Klassenbeste meine Ausbildung abgeschlossen, aber ich war halt nie so eine Musterschülerin oder sowas, ne? Also auch im Abi, das war 2,3 oder so bei mir, das war halt vollkommen in Ordnung, aber ich muss auch gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt ganz andere Gedanken hatte in meinem Leben, als mich aufs Lernen zu konzentrieren. Sollte man eigentlich gar nicht so sagen, aber so war das halt bei mir und deswegen habe ich das halt dann im Rahmen meiner Möglichkeiten absolviert. Ja, als Leistungskurse hatte ich Mathe und Deutsch, dann das weitere schriftliche Fach war bei mir Englisch und das mündliche Fach war Geschichte. Genau, das war so mein Abitur, was ich gemacht habe und ich wusste eigentlich nie so genau, dass ich in den kaufmännischen Beruf gehen wollte. Für mich war eigentlich eher so, Lehrer wollte ich immer werden. Ich wollte immer Lehrerin werden, aber habe dann einfach auch bei Freunden gesehen. Der Concealer ist übrigens sehr, sehr leicht, deswegen fällt es mir gerade schwer, meine Mr. Fred-Familie abzudecken, wie man sieht. Genau, ich wollte eigentlich Lehrerin werden, weil ich es eigentlich immer ganz cool fand, Wissen weiterzugeben, Wissen zu vermitteln. Das war für mich auch immer eine ganz schöne Sache. Ich habe auch als Jugendgruppenleiterin meine Freizeit verbracht, also war auch in Zeltlagern und so weiter und habe dann auch meine wöchentliche Jugendgruppe geführt mit kleinen Kindern.
Die waren gar nicht so viel jünger wie ich. Egal. Und das hat mir halt auch immer richtig viel Spaß gemacht. Deswegen wollte ich eigentlich tatsächlich in einen ganz anderen Bereich gehen. Aber habe dann durch Familie und auch Freunde den Beruf der Industriekauffrau sehr nahe gebracht bekommen. Und weil ich auch einfach gerne so mit Zahlen umgehe. Ne? Das ist auch mein Ding. Und deswegen war das für mich dann auch ein logischer Schritt, dass ich gesagt habe, komm, dann mache ich da meine Ausbildung. Und es gefällt mir oder es gefiel mir zu dem Zeitpunkt auch richtig, richtig gut, das so zu machen. Und ja, dann hat sich das alles so entwickelt, dass ich dann die Ausbildung absolviert habe, mich um einen Ausbildungsplatz beworben habe, dann auch genommen wurde. Also ich habe mehrere hier Dingens geschrieben, Bewerbungen und sowas alles. Aber ja, das hat dann funktioniert und irgendwie kommt hier gerade nur noch Öl raus. Was ist hier los? Ich muss mir das mal genauer angucken. Oder er ist leer? Ich weiß nicht. Ist der los? Jetzt kommt er wieder. Ja, da hatte sich nur was abgeteilt bei dem Concealer. Manchmal passiert das ja mal. Dann baue ich den hier auch noch ein bisschen auf. Ja, und ich muss sagen, dass mein Beruf mir auch richtig Spaß macht. Ich mag einfach dieses Ganze. Also ich bin ja im Vertriebsinnendienst da hauptsächlich aktiv immer gewesen, auch nach meiner Ausbildung. Das war immer so mein Haupt Einsatzort. Man durchläuft in der Ausbildung verschiedene Abteilungen. Das ist Einkauf, Logistik, Vertrieb, Buchhaltung, Personal, teilweise auch Qualitätswesen. Also das ist super spektakulär und ich finde, das ist auch eine Sache, das erzählen mir meine Auszubildenden, die ich jetzt quasi ausbilde in der Firma, auch immer wieder, dass der Beruf Industriekaufmann/Frau einfach so viele Möglichkeiten gibt, weil du in so vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt wirst während deiner Ausbildung, sodass deine Orientierung auch so breit gefächert wird und so viele verschiedene Interessen angesprochen werden, dass es einfach so cool ist und ja, in dem Sinne total attraktiv ist, diesen Ausbildungsberuf zu lernen. Ne? Setten werde ich jetzt mein Gesicht einmal mit dem Benefit The Professional Agent Zero Shine Shine Vanishing Powder. Das ist dieses hier. Das sieht aus wie ein To-Go-Becher. Ziemlich witzig. Macht man sich hier oben dann rein. Beziehungsweise muss man irgendwie aufdrehen. Open. Genau. Dann mache ich mir das hier oben nämlich in den Deckel rein. Hab dann hier mein Puder drin. Und dann habe ich hier unten ein Pinsel. Das ist total spektakulär, dieses Produkt. Also du hast da wirklich alles mit drin. Und damit kann ich jetzt mein Gesicht einmal setten. Also für unter dem Auge funktioniert das schon mal richtig gut, aber ich finde, dass es ein bisschen zu dunkel ist für meinen Hauttyp. Aber wir versuchen es mal. Ja, und seit ungefähr ein Dritteljahren bin ich dann auch bei der Firma, wo ich jetzt aktuell angestellt bin. Und ja, es kam auch tatsächlich die Frage, bist du glücklich? Das ist immer so relativ, ne? Wie will man das beantworten? Also im Großen und Ganzen würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, und wir haben es heute den 6.9. um 12.47 Uhr, ja, bin ich. Also, ne? Ich bin gesund, mein Freund ist gesund, meiner Familie geht es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe jeden Tag was auf dem Essenstisch stehen, ich habe was auf dem Teller. Was will ich eigentlich mehr? Deswegen ist es eigentlich schwierig, eine solche Frage zu beantworten. Und nebenan klingelt ein Handy. Also, ich bin glücklich. Ja, natürlich. Natürlich gibt es auch das ein oder andere im Leben, wo ich sage, oh, komm, das geht mir jetzt aber echt mega auf den Nüsse, ey. Ja, auch beruflich entwickeln sich manchmal so Themen, wo man denkt, boah, ey Leute, ganz ehrlich, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Oder auch privat, dass man einfach denkt, oh, das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht in Kram. Aber im Großen und Ganzen, was will ich eigentlich mehr? Also ich lebe, mir geht es gut, ich bin zufrieden. Keine Ahnung. Ich mache das, wozu ich Lust habe. Übrigens, das auch nochmal zum Thema, wie finanzierst du das Ganze? Ich lebe mein Hobby. Ne? Also ich habe sonst einfach nicht so viele andere Hobbys, außer jetzt mein Hund, mein Garten. Und ich bin jetzt kein Reisemensch oder sowas, ne? Deswegen ist es einfach so, dass ich hier auch finanziell einiges mehr reinstecken kann, als ich es tun könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel noch weitere Hobbys hätte, wie, keine Ahnung, Reiten, dass ich ein eigenes Pferd hätte oder sowas. Ja, das ist halt wirklich immer so eine Geschichte, wie man sich das im Leben eben aufteilt. Manche Sachen, die kannst du dir leisten gleichzeitig, manche Sachen kannst du dir eben nicht gleichzeitig leisten. Und ich kann das alles, was ich mir leisten möchte, kann ich mir leisten.
das macht mich auch tatsächlich sehr glücklich, sehr zufrieden, sehr ausgeglichen. Auch das war eine Frage tatsächlich, warum ich immer so positiv bin. Leute, ich bin nicht immer positiv. Es gibt auch mal Tage, wo ich einfach weine, wo ich unter der Dusche stehe und mir einfach denke, nee, komm. Das ist eigentlich immer so mein Ort, wo ich, also mein absoluter Rückzugsort, wo ich dann auch mal einfach für mich bin und wo ich einfach auch mal weine und wo ich traurig sein kann, darf und will. Und dieser Pinsel will hier nicht wieder rein. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass ich nicht immer glücklich bin und nicht immer nur fröhlich, positiv. Nee, manchmal ist da auch ein riesengroßes schwarzes Loch für mich, wo ich einfach sage, wie komme ich denn hier wieder raus? Und mir hilft es tatsächlich, mein Partner hilft mir immens. Also das ist für mich so die Stütze überhaupt. Mein Familien- und Freundeskreis, auch auf der Arbeit, meine Kollegen, die sind für mich da, also sowohl persönlich als auch beruflich. Ihr seid für mich da. Wenn ich eure Kommentare durchlese, eure unfassbar liebevollen und herzlichen Worte, die ihr immer wieder unter meine Videos schreibt, es baut mich auf. Es macht mich wirklich, es bringt mich dann wirklich in den Momenten wieder runter. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und man braucht das halt einfach immer wieder, dass man so diese Ausgewogenheit hat und dieses Ventil. Ich brauche das tatsächlich. Und deswegen, nein, ich bin nicht immer gut drauf und ich bin nicht immer nur positiv, ne? Ich habe übrigens eine Face-Palette gezogen. Das ist von Evelyn Cosmetics, die Contour Sensation 3 in 1. Das ist diese hier. Und ich habe die in der Farbe 01 Pink Beige und die trage ich jetzt auf. Ich wische erstmal das ganze überschüssige Puder ab, was hier noch auf dem Gesicht ist, weil mit diesem kleinen Pinsel ließ sich das jetzt nicht so unfassbar gut verblenden. Ich fand den Pinsel übrigens ziemlich doof, weil er hier ständig Haare verliert hat, jetzt überall bei mir rumschweben. Ja, also ich bin nicht immer positiv, auf gar keinen Fall. Ich bin vielleicht positiver als manch anderer Mensch, ja. Das würde ich schon unterschreiben. Also ich versuche das Leben manchmal etwas positiver zu nehmen und zu sehen. Das liegt aber nicht an meinem allgemeinen Gemüt oder dass ich halt immer nur positiv bin oder wie auch immer. Es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich eben überhaupt null positiv gedacht habe, wo ich auch gar keinen Lebensmut mehr hatte. Das waren auch ganz, ganz schwere Zeiten für mich. Ich musste tatsächlich auch glücklich sein lernen. Ich musste zufrieden sein lernen. Ich musste Lebensmut lernen. Ich musste vieles lernen, aber ich habe einfach das dann für mich irgendwann akzeptiert, weil ich gesagt habe, gut, ich habe eigentlich ein gutes Leben und es gibt Leute, denen ich wichtig bin und deswegen bin ich es mindestens diesen Leuten schuld, ne, diesen Lebensmut zu haben und mein Leben zu genießen. Und dann habe ich auch vielleicht einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Ja, Claudia, das sind jetzt gerade deine Probleme. Die mögen für dich jetzt extrem hart sein und das mag jetzt alles ganz furchtbar erscheinen. Aber stell dir mal vor, du wärst einfach ganz woanders auf der Welt und hättest weniger als das, was du jetzt hast. Als hättest du keine Kleidung, als hättest du nicht die Möglichkeit, ne, zu leben, zu atmen, keine Ahnung, auch mal Freizeit zu genießen und so weiter. Also das ist auf anderen Teilen der Welt einfach alles viel, viel schlimmer. Oder stell dir mal vor, du hättest vor 100 Jahren gelebt. Ich meine, da wäre ich wahrscheinlich sowieso, ja vor 100 Jahren nicht, aber vor ein paar hundert Jahren wäre ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wahrscheinlich. Ganz einfach. Also dementsprechend bin ich schon dankbar für vieles im Leben und das versuche ich dann eben auch mir immer wieder bewusst zu machen. Das ist schwer manchmal, ja, absolut, vor allem wenn man sich in einem Loch befindet, aber dafür habe ich Gott sei Dank halt Menschen an meiner Seite oder in meinem Umfeld, die mich auch immer wieder daran erinnern und das finde ich einfach so wichtig und so gut. Die liebe Carmen ist immer eine wundervolle Zuschauerin, die manchmal auch sehr kritisch kommentiert, aber die habe ich sehr, sehr, sehr lieb, denn die ist echt fast von Anfang an dabei und ich finde es so wichtig, dass auch konstruktive Kritik geschrieben wird und dass auch mal etwas kritischer hinterfragt wird. Und sie hat geschrieben, was hältst du davon, dass viele nur Kommentare und einen Daumen nach oben schreiben, wenn es was zu gewinnen gibt? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem letztens unter einem Video habe ich tatsächlich auch mit einer Dame geschrieben, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe ihr auf einen Kommentar auch geantwortet. Die Dame kommt aus Österreich und sie hatte kommentiert, dass sie das ganz schlimm findet, dass halt immer nur Verlosungen in Deutschland stattfinden und die ganzen YouTuber auch vergessen, dass sie Zuschauer aus Österreich, der Schweiz und sonst woher haben und immer nur die Verlosung innerhalb Deutschlands machen.
Bezeichnend fand ich tatsächlich, dass sie null auf das Video eingegangen ist, was sie da gesehen hat, zum Beispiel. Ne? Das fand ich sehr, sehr traurig. Nun, ich hatte auch letztes Jahr unter meinen Adventskalender-Unboxings das ein oder andere Mal gelesen, man wäre, weiß Gott, wie geizig mit den Verlosungen und würde nur das verlosen, was einem nicht gefällt aus dem Adventskalender. Liebe Carmen, du hast vollkommen recht. Das ist eine Sache, worüber man auf jeden Fall mal nachdenken darf. Ich finde es schade. Also ich habe ja eben schon erzählt, wie ich entsprechend mich finanziere. Also es ist nicht unbedingt ein Minusgeschäft. Das war auch tatsächlich eine Frage gewesen, ob diese ganzen Verlosungen, die ich starte, nicht Minusgeschäfte sind. Teilweise ja. Also wenn ich das in Videos mache, wo ich zum Beispiel keine Kooperation habe oder wo ich die Produkte halt auch wirklich selbst bezahlt habe, dann ist es natürlich so, dass ich selber drauflege. Ne? Weil ich habe jetzt nicht irgendwie das Produkt geschenkt bekommen, sondern ich habe es aus meinem eigenen Geld bezahlt, aus meinem eigenen verdienten Geld bezahlt. Und genau. Das heißt, auch bei vielen Adventskalender-Unboxings wird es so sein, dass es Produkte sind, die einfach von mir bezahlt worden sind. Ich persönlich lasse meine Gewinne ja mit dem YouTube-Comment-Random-Comment-Picker rauspicken. Wenn ich dann aber sehe, dass es halt jemand ist, der nicht mal Abonnent ist, dann fällt er natürlich durchs Raster. Ne? Also man sollte schon Abonnent sein, ansonsten wird man halt nicht berücksichtigt bei der Verlosung. Ich persönlich finde es einfach schade, wenn Leute so drauf sind, dass sie halt wirklich nur sich dann entsprechend zu der Verlosung melden und nur auf die Verlosung aus sind, also nur kostenlose Produkte haben wollen. Ich meine, das, was ja hauptsächlich hier auf diesen YouTube-Kanälen geliefert wird, das ist ja nicht nur bei mir, das ist ja bei vielen anderen auch der Fall, ist ja der kostenlose Content. Ne? Also das ist ja wie ein Video, wie ein Film. Da hat sich jemand hingesetzt, hat sich 4 Stunden Arbeit gemacht oder sonst wie, um ein Video zu basteln, um es zu filmen, zu schneiden, vorzubereiten, nachzubereiten, nachher die Kommentare zu beantworten und so weiter. Und dann beschwert sich jemand, dass er nichts gewinnen kann, weil er in Österreich wohnt. Das tut mir dann auch wirklich leid, aber ich kann ja nicht weltweit verschiffen oder verschicken. Das würde zum einen mein Budget sprengen, also das kann ich einfach nicht geben, das kann ich finanziell nicht leisten. Und zum anderen ist es ja so, dass ich oft auch Produkte verlose, wo, keine Ahnung, eine Lidschattenpalette 10 Euro oder sowas wert ist. Wenn ich dann aber die Lidschattenpalette verschicken würde und 15 Euro für den Versand bezahlen würde, das ergibt einfach keinen Sinn. Ne? Also das ist dann einfach nur, ich möchte das Produkt jetzt umsonst haben und fertig. Ne? Das hat für mich einfach keinen wirtschaftlichen Sinn. In dem Sinne. Deswegen muss ich sagen, finde ich es einfach schade, wenn jemand halt wirklich nur auf die kostenlosen Produkte aus ist, aber nicht sich für den YouTuber, für den Content Creator an sich interessiert. Das finde ich echt schade. Franzi08 fragt, über welchen Zeitraum ist deine Make-up-Sammlung so gewachsen? Seitdem ich YouTube mache, also seit 2 Jahren tatsächlich. Das hat sich halt immer mehr entwickelt, weil man ja auch gerne dann auch neuere Produkte zeigen möchte. Es ist aber so, dass ich meine Make-up-Sammlung immer wieder ausmiste, dass ich das immer wieder up-to-date halte, beziehungsweise dass ich halt Produkte, die ich nicht mag, wirklich aussortiere und dann weitergebe in Trash-Paketen, Tauschpaketen, Familie, Freundeskreis oder dass ich sie halt entsprechend spende. Also weggeschmissen wird hier wirklich nur das, was wirklich schlecht ist, im Sinne von abgelaufen, nicht verwendbar, also so furchtbar, dass ich einfach sage, das will ich keinem anderen antun. Oder dass es halt kaputt ist, ne? Als Augenbrauenstift verwende ich von Judith Williams Judith Defining Eyebrow Pencil. Das ist dieser hier. Das ist so ein Stift zum Anspitzen. Der hat an dieser Seite halt einen Stift zum Anspitzen und hier ein Spoolie. Kati.olenik fragt, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen und habt ihr vor zu heiraten? Liebe Grüße, Kati. Liebe Kati, ich bin dieses Jahr im November 15 Jahre mit meinem Freund zusammen. Wir haben uns in der Schule kennengelernt tatsächlich. Und da haben wir uns in der Rauchecke kennengelernt. Und seitdem sind wir zusammen. Seitdem ich gesagt habe, ja, ich glaube, wir könnten es echt mal miteinander versuchen. Niemand hätte gedacht, dass es so lange hält, aber ja, nicht mal wir selbst, aber wir haben es umgesetzt, wir haben uns getraut und ja, wir möchten irgendwann mal heiraten. Das Thema bei uns ist halt, wir sind beide Scheidungskinder, das heißt, da ist für uns das Thema Heiraten einfach schwierig, im Sinne von mal gucken, ob ich das überhaupt will, weil man
halt nicht mehr so an diese Institution der Ehe glaubt, um das mal so zu sagen. Ne? Also es ist auch mittlerweile nicht mehr, dass du es musst, um zum Beispiel dir ein Haus zu kaufen, einen Kredit aufzunehmen. Oder wenn man Kinder kriegen möchte, muss man auch nicht mehr heiraten. Ne? Das ist alles mittlerweile einfach viel lockerer, als es halt vor ein paar Jahren der Fall war, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Es treibt einen auch keiner dazu. Natürlich heiraten bei uns im Umfeld alle Leute und kriegen alle Kinder, aber wir sehen es einfach so, wir sind jung, wir genießen unser Leben, wir wollen einfach, keine Ahnung, unsere Freiheiten genießen, unsere Paarzeit genießen und ja, machen halt das, was uns gerade so in den Sinn kommt und wie es halt einfach vom Leben her auch einfach so passt, ne? Genau. Und deswegen ist für uns natürlich klar, irgendwann mal heiraten schon irgendwie, aber ob das jetzt so eine Rampampam-Geschichte wird, wie ich mir das damals immer vorgestellt habe mit, keine Ahnung, Prinzessinnenkleid und hast du nicht gesehen, das glaube ich eher nicht. Also das ist für mich sowieso so ein Thema, ja, das ist jetzt irgendwie durch, ne? Also bei uns in der Clique haben so viele echt auf unterschiedlichste Arten und Weisen geheiratet. Und im Prinzip geht es darum, dass man ja für sich selber heiratet und nicht für die Außenwirkung oder für andere. Das heißt, auch die Party, die Feier, die wir machen werden, die wird so sein, wie wir es für uns haben wollen. Ich weiß nicht, ob das dann eine große, pompöse Feier wird oder ob wir da einfach eine ganz simple Party draus machen werden. Das müssen wir einfach mal gucken, weil, wie ihr wahrscheinlich ja schon gemerkt habt, mein Freund ist ja auch nicht auf meinem YouTube-Kanal hier in irgendeiner Art und Weise zu sehen oder zu hören. Das ist einfach darin begründet, dass er null Rampensau ist, sagt er das immer. Er mag das überhaupt nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Das heißt, auch wenn man heiratet, wird es eine ganz interessante Geschichte werden, weil da steht das Hochzeitspaar nun mal im Mittelpunkt, jedenfalls bei den klassischen Hochzeiten. Und da gucken wir einfach mal. Ne? Ich weiß auch nicht, ob wir nur standesamtlich heiraten werden oder auch kirchlich. Also ja, das müssen wir einfach mal gucken. Und ich denke, das wird sich einfach ergeben. Ne? Wenn halt der perfekte Moment dafür da ist, dann werden wir gegenseitig sagen, ey komm, wir haben einfach Bock zu heiraten und dann machen wir das einfach. Und wenn das heißt, dass man dann einfach an dem Tag, wo man sich entschieden hat, einfach mal ganz stumpf ins Standesamt geht und sagt, so, wir machen das jetzt, dann ist das so. Und dann kann man im Nachhinein vielleicht nochmal eine Party machen und dann ist gut. Also das kann ich mir halt auch durchaus echt gut vorstellen, ne? Wurde auch gefragt, ob wir mal Kinder haben möchten. Es ist ja immer eine schwierige Frage, ne? Also natürlich wollen wir irgendwann mal Kinder haben. Halt genau wie bei dem Heiraten auch, ne? Wenn es sich halt so ergibt. Aktuell haben wir als Testkind ja unseren Sammy. Und ich finde, da machen wir das mit der Erziehung ganz gut. Er ist sehr sanftmütig und er spiegelt halt echt genau das wieder, wie hier auch so die Atmosphäre ist, ne? Also bei uns zu Hause ist es sowieso immer eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre. Wir gehen alle drei, gehen wir sehr liebevoll miteinander um. Es ist eine sehr ruhige Art und Weise und ein respektvolles Miteinander. Das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, der halt ja wissen möchte, wie man sich in einer Partnerschaft optimal verhält. Und das ist respektvoll, finde ich. Es wurde auch immer mal wieder gefragt, und das finde ich total cool, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Meine Mama fragt mich das übrigens auch ständig. Zum einen liegt es natürlich daran, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich habe einfach sonst nicht so viele Hobbys, ne? Also, das hört sich so echt blöd an, aber ich mache das hier einfach unfassbar gerne. Ich sitze hier gerne, rede mit dieser Kamera. Und mit der Zeit habe ich halt auch einfach eine echt super Routine für mich gefunden, das Ganze auch zu schneiden. Natürlich hätte ich am liebsten einen Cutter, weil das ist das, was ich eigentlich am lästigsten finde, das Schneiden der Videos. Ne? Ich drehe wirklich gerne Videos, ich sitze hier gerne, rede mit euch, trete über Instagram mit euch in Kontakt und interagiere auch in den Kommentaren und überall mit euch. Das Einzige, was wirklich für mich am zeitraubendsten ist, ist das Schneiden. Das geht mir noch etwas auf die Nerven, aber das muss halt sein und ich möchte das ja auch irgendwie ein bisschen schöner gestalten, anstatt von, ne, ich packe euch einfach das Video hin und fertig ist, zumal meine Kamera auch immer nur 30 Minuten aufnehmen kann und da muss sowieso ein Cut gemacht werden. So, jetzt verwende ich als Augenbrauen-Gel von Aieco oder Aiko Style and Define dieses hier. Das war mal, ich glaube, in der Look Fantastic Box mit drin. Ja, damit werde ich jetzt einfach mal meine Augenbrauen durchbürsten. Das ist auch minimal eingefärbt, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe neben meinen normalen Augenbrauenhärchen natürlich noch ganz paar feine Härchen. Naja, aber, also ich würde sagen tatsächlich, wie ich alles unter einen Hut kriege, Timing ist alles.
Und wenn du halt in deinem, im Rest von deinem Leben sowieso schon strukturiert bist, und das bin ich, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, dann funktioniert das auch. Ich meine, ja, ich lade ziemlich viele Videos hoch. Das wurde auch sehr oft gefragt, wie viele Videos drehst du pro Woche? Das kommt immer ganz drauf an. Manchmal ist es so, dass ich so viele Videos schon vorgedreht habe, dass ich in der speziellen Woche gar kein Video drehen möchte. Also das, ne, dann sind es halt einfach Videos, die ich schon in der Tasche drin habe und dann einfach hochlade und euch dann den entsprechenden Content zur Verfügung stellen kann, aber selber einfach ein bisschen Zeit für mich habe und einfach ein bisschen mehr Chilli-Milli machen kann. Also das ist alles eine ganz ausgewogene Kiste. Wenn es zu viel wird, also wenn ich zu viel Zeit in YouTube investiere, erinnert mein Freund mich immer wieder dran, und es ist ganz gut so, dass er das auch macht, weil ich bin, was das angeht, echt so ein kleiner Workaholic. Ich kriege das auch gar nicht so mit, ne? Dass ich dann halt auch einfach vielleicht mal irgendwas vernachlässige, sei es Haushalt oder ihn oder Sammy oder so, da werde ich dran erinnert und dann kann ich das entsprechend anpassen. Aber es ist meistens so, dass ich diese Videos hier ja auch drehe und zwischendurch, also zwischen den einzelnen Videos, die ich dann drehe, auch irgendwas mache, irgendwas Haushaltsmäßiges. Zum Beispiel läuft jetzt gerade in diesem Moment unsere Waschmaschine, die ich eben angestellt habe. Das heißt, wenn ich dieses Video gedreht habe, werde ich gleich mich um die Wäsche kümmern. Dann werde ich während die Waschmaschine läuft, ein Video mit Sammy wahrscheinlich drehen. Das habe ich heute noch vor. Dann wird die nächste Maschine laufen. Dann wird die Maschine wahrscheinlich schon direkt in den Trockner kommen. Dann, meine Güte, ist das schwierig mit dieser Mascara zu malen. Ich habe so viel nebenher gemalt. was wollte ich dann sagen? Werde ich die Wäsche falten und dann werde ich das nächste Video drehen, wahrscheinlich mein Aufgebraucht-Video. Also das ist halt, ne, wirklich so eine Timing-Frage, wie man da entsprechend sich das so organisiert. Und ich bin halt immer sehr organisiert, ich bin ein Organisationstalent tatsächlich. Und das ist halt auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel in einer Assistentenfunktion in meinem normalen Job arbeite, ne? Also das ist halt einfach von mir so ein eine Stärke einfach. Und dann funktioniert das alles auch immer ganz gut. Muss ich sagen. Doch. Und ich mag das einfach auch gerne, Videos zu drehen, vorzubereiten. Und wenn ich das nicht mögen würde, wäre das natürlich für mich anstrengend. Und so ist es für mich ja nicht anstrengend. Gott, meine Augenbrauen, das sieht echt schlimm aus. Ich glaube, die wird auch aussortiert. Ja, damit komme ich ja nicht klar, ne? Weil ich habe ja überall um meine Augenbrauen drum zu so feine Härchen. Und die male ich ja automatisch mit an. So gefärbte Augenbrauengeschichten, das ist nichts für mich. Ne. Seht ihr das? Ich sehe das. Ich finde es furchtbar. Dann mache ich da mit der Schwämmsche mal an der Seite ein bisschen. Apropos, dann mache ich mal mit der Schwämmsche an der Seite ein bisschen. Mich wurde auch gefragt, wo ich so herkomme. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und wohne in der Nähe der holländischen Grenze. Ja, genau. Da wohne ich. Da komme ich weg. Kati Olenik hat auch gefragt, woher ist dir die Idee gekommen, dass du Videos machst auf YouTube? Da sind meine Freunde dran schuld. Dran schuld ist gut. Also die haben mich dazu animiert. Ich habe mich halt damals immer wieder mit einer speziellen Freundin, mit der lieben Sandra, auch ausgetauscht über was so neu auf dem Beautymarkt ist, über irgendwelche Gadgets und so. Und da haben wir halt immer wieder drüber gequatscht. Und da haben natürlich auch unsere anderen Freundinnen so solche Ohren gekriegt und haben uns dann auch dabei zugehört. Und dann habe ich zeitgleich auch immer wieder YouTube-Videos geschaut und fand das immer ganz cool, was die Mädels hier so treiben. Und dann haben meine Freundin mir gesagt, vor allem die liebe Ines, dass ich doch mal mein erstes YouTube-Video hochladen sollte, dass ich das doch einfach auch mal machen könnte. Und da habe ich mich anfangs immer etwas geziert und gesagt, Leute, ne, ganz ehrlich, weil ich eigentlich nicht so, ich mag das nicht so gerne, Rampensau zu sein, ich mag das nicht so gerne, so öffentlich zu reden oder sowas. Es war nicht so mein Ding. Und ich habe mir auch gedacht, ich bin einfach todlangweilig, um jetzt ehrlich zu sein. Und dann habe ich es aber trotzdem gewagt. Und dann hat sich das Ganze einfach so entwickelt, ne? Es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich dann das nächste und das nächste und das nächste. Und so bin ich jetzt hier. 2 Jahre später. Und rede mit 14.000 Leuten.
Das macht mich immer noch fertig, Leute. Also, ich bin in einem Dorf groß geworden, da hatten wir, glaube ich, 12.000 Einwohner. Ja. Hätte ich nie mit gerechnet, dass ich mal so viele Abonnenten habe und dass ich das überhaupt hier so weit auf YouTube bringe. Es ist für mich einfach so schön. Es macht mich super glücklich. Ich bin absolut dankbar dafür. Und ja, das ist für mich einfach fast, also es ist unglaubwürdig für mich fast schon, ne? Dass ich kann es gar nicht richtig fassen, dass es so ist, wie es ist. Ich habe jetzt übrigens gerade den Lidschattenprimer von Catrice aufgetragen. Das ist diese neue Geschichte. Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying. Das ist eine ganz gute Geschichte, ne? Und das ist die Farbe Rose Nude. Genau, ich persönlich trage immer sehr, sehr gerne Lidschattenprimer, weil ich habe ein Schlupflid oder ein leichtes Schlupflid, ne? Also eigentlich, wenn ich so gerade gucke, dann sieht man relativ wenig von meinem Lid. Und genau, damit mir halt der Lidschatten nicht über die Zeit in die Fältchen rutscht, sondern an Ort und Stelle bleibt, mache ich das so. Gerne. Ich habe in meiner Lidschattenpalette gleich nichts zum Setten. Das heißt, ja, ich werde mir noch ein bisschen was von dem Puder aufgeben. Und mit einem kleinen Pinselchen einfach mal auf meinem Augenlid verteilen, damit die Lidschattenbase gesettet wird und nicht creased, weil das macht sie bei Schlupflidern nun mal ganz gerne. Eva-B-Lange fragt, darf Sammy mit im Bett schlafen? Nein. Steffi Jeckle fragt, wo holst du dir immer wieder die neuen Ideen und wie schaffst du es, so viele Videos zu drehen? Das werde ich beantworten, während ich einen Look schminke mit dieser Palette von Becca. Das ist die, ich glaube, Eyelights Palette. Wie heißt die? Eyelights Palette, Après Chic Glow Collection. Genau, das war eine Limited Edition, habe ich reduziert bei Douglas gekauft. Übrigens, so schaffe ich das auch, hochpreisige Produkte bei mir überhaupt einziehen zu lassen, indem ich nicht immer den vollen Preis dafür bezahle. Im Prinzip besteht diese Palette nur aus Highlightertönen und einem großen Spiegel. Also, meine Ideen beziehe ich tatsächlich aus meinem Kopf. Unter anderem. Es ist aber auch so, dass ich natürlich auch andere YouTube-Videos schaue und mich dann auch von anderen Creatoren inspirieren lasse. Das ist eine ganz große Geschichte auf YouTube. Du kannst natürlich neue Dinge hier machen und auch neue Ideen mit einbringen und so. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich auch immer eine Frage des Algorithmus, ob dein Video überhaupt geschaut wird. Wenn du komplett neue Ideen einbringst, kann das einschlagen wie sonst was und super gut ankommen bei deiner Community. Oder ist es so, dass das Video einfach niemandem angezeigt wird, weil es vollkommen irrelevant ist, weil niemand danach sucht? Das ist auch immer eine ganz heftige Geschichte, die ich zum Beispiel in meiner Shop My Stash Lottery gemerkt habe, dass da einfach keiner nachgesucht hat und deswegen halt auch fast gar keine, ja, Resonanz darauf war, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also da habe ich einfach gemerkt, dass wenn man etwas ganz Neues versucht in die Welt zu rufen, dass es nicht funktionieren kann. Genauso wie ich letztes Jahr auch ein A bis Z Schminki-Reihengedönsen gemacht habe, wo ich einfach zum Beispiel nur Produkte mit A genommen habe, nur Produkte mit B und so weiter. Aber auch sowas wird halt nicht gesucht und deswegen musste ich auch die Reihe da letztes Jahr halt aufgeben, weil ich einfach gemerkt habe, ja, es bringt nichts, wenn ich die Videos hochlade. Weil man natürlich ein Stück weit hier Spaß hat und dementsprechend dann ja auch Videos produziert. Aber es nimmt einem dann doch etwas den Spaß raus, wenn man merkt, dass diese Videos als irrelevant von YouTube eingestuft werden und nicht geschaut werden, nicht geklickt werden. Und ja, ne? Das ist dann immer etwas schade. Und man investiert vor allem in Schminkvideos richtig viel Zeit. Also allein dieses Video vorzubereiten hat mich schon, boah, 3 Stunden gekostet, sage ich jetzt einfach mal. Dann das Video zu drehen wird ungefähr 1,5 bis 2 Stunden dauern. Das Video zu schneiden wird dann auch nochmal seine 3 bis 4 Stunden dauern. Und dann muss die Infobox gefüllt werden und so weiter. Wobei ich natürlich ganz glücklich darüber sein kann, dass ich mittlerweile meine Excel-Tabelle habe, wo ich meine ganzen Produkte auch aufgeführt habe und darauf zugreifen kann. Wobei das Anlegen dieser Excel-Tabelle extrem langwierig war. Also das war wirklich heftig. So. Ja, genau. Und neue Ideen, die kommen mir meistens einfach so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich wüsste nicht, was jetzt ganz, ganz Neues als Idee, was ich eingeführt habe. Aber auch dieses Video, das kam einfach so, dass ich heute da gesessen habe auf der Couch und mir gedacht habe, worauf habe ich eigentlich Lust? Ich habe Lust, mich heute zu schminken, weil ein Schminki wollte ich so oder so drehen. Und es sind jetzt in letzter Zeit vermehrt auch Fragen gestellt worden.
dann hatte ich einfach Lust, diese Fragen auch zu beantworten und habe mir gedacht, okay, um das ganze Video zu füllen, werde ich jetzt nochmal eine Umfrage auf Instagram machen, weil das einfach... Ups, jetzt habe ich hier ins Pulli hängen. Weil das einfach alles etwas schneller geht. Genau, habe ich gesagt, ich mache das auf Insta und genau, schau einfach, was dann am Ende des Videos dabei rumkommt. Aber ich hatte einfach Lust, hier zu sitzen, mich zu schminken und zu quatschen, wie der Name Styling Talk auch schon sagt. Und eine Shop My Stash Lottery, in dem Sinne wird es auch nicht mehr geben tatsächlich. Ich werde es vorher auslosen, die Produkte, aber das Auslosen der Produkte werde ich dann nicht mehr einblenden. Das wird dann so sein wie jetzt zum Beispiel, dass ich die Produkte dann einfach verwende. Und dann werde ich alle 2 Wochen da halt ein richtiges Style and Talk von machen. Das heißt, ja, ihr stellt mir Fragen und ich beantworte eure Fragen. Das heißt, auch unter diesem Video es sind jetzt tatsächlich die Kommentare frei für Fragen von euch, die ich dann quasi in 2 Wochen beantworten werden kann. So habe ich mir das überlegt, dass es einfach Sinn macht, weil so lernt ihr vielleicht ein bisschen mehr von mir kennen, so könnt ihr eure Fragen beantwortet bekommen, wie es euch halt so gefällt. Ich glaube, das macht eine ganz, ganz gute, ne? Also das funktioniert dann ganz gut. Hoffe ich, dass es für euch auch ganz gut funktioniert. Genau. So, jetzt blende ich hier noch ein bisschen rum. Also die 2 dunkelsten Töne hier, die sind echt schön, um sich hier schon mal so eine Base aufzubauen, um das Ganze schon mal so ein bisschen dunkler vorzubereiten. Und dann kann man sich einfach immer eine von diesen super schönen Highlighter-Tönen, was ja die ganz klassischen Moonstone und Topaz und so weiter sind, ne, kann man sich dann einfach drüber geben und dann hat sie den Look schon fertig. Also das ist eine ganz, ganz tolle Easy-Peasy-Palette und ich hätte nie gedacht, dass Highlighter auf dem Auge so gut aussehen können. So, die liebe Melisa 1906200 hat die Frage gestellt, die ich so häufig gestellt bekomme. Welche Beautybox ist deiner Meinung nach die beste? Ja, solche E-Mails, also solche Antworten beantworte ich persönlich am liebsten per E-Mail, denn sowas kriege ich ganz, ganz häufig an meine E-Mail-Adresse auch geschickt, welche Beautybox ich empfehlen kann, was man sich abonnieren sollte und so weiter. Und ja, das beantworte ich am liebsten per E-Mail, weil ich dann einen Screenshot dahin schicke. Ich mache eine Auswertungstabelle tatsächlich seit Januar schon über die ganzen Beautyboxen, was Preis und Gesamtwert angeht. Es lohnen sich alle Boxen, Leute. Die Frage ist nur, was möchtet ihr drin haben? So, ich möchte jetzt gerne Topaz, diesen Goldton, aufnehmen. Den gebe ich mir nämlich dann komplett auf mein bewegliches Lid. Genau, ich stelle die Boxen hier ja vor, teilweise in Kooperation, teilweise aus selbstbezahltem Abo und so weiter, ne? Teilweise auf Wunsch von euch, ne? Da habt ihr mir zum Beispiel die Birchbox damals geschickt, dass ich das auf jeden Fall mal austesten sollte und vorstellen sollte. So seht ihr ja quasi, was immer entsprechend in den Boxen drin ist, ne? Also ihr könnt euch da ein Bild von machen und die Box ein bisschen besser kennenlernen. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, das und das ist die beste Beautybox. Die muss man sich auf jeden Fall holen, wenn man eine Box abonnieren möchte. Die oder die lohnt sich am meisten, weil das eine so dermaßen persönliche Geschichte ist, dass ich das gar nicht so beantworten kann. Denn ich weiß ja nicht, was eure Vorlieben sind, was ihr persönlich gerne in einer Box haben möchtet. Ob es euch wichtig ist, viel Pflege drin zu haben, viel dekorative Kosmetik drin zu haben. Ob ihr lieber hochpreisige Marken haben möchtet und dementsprechend dann auch gerne mehr für eine Box ausgeben möchtet. Oder ob ihr sagt, nee, da müssen jetzt gar nicht so hochpreisige Geschichten drin sein. Das kann auch irgendwas Drogeriemäßiges sein. Ne? Das heißt, ich lade diese Unboxings hier auf YouTube hoch, damit ihr euch halt auch ein Bild davon machen könnt, was sich in diesen Boxen verbirgt. Und genau. Euch dann auch selber einfach überlegen könnt, was für euch am sinnvollsten ist. Möchtet ihr was zu essen drin haben? Möchtet ihr nichts zu essen drin haben? Möchtet ihr eine Männerbox haben? Möchtet ihr eine Foodbox haben? Möchtet ihr da auch irgendwelche Accessoires drin haben? Keine Ahnung. Und das sind dann halt die Sachen, was ich halt so von alleine aus nicht beantworten kann für euch, was ihr euch selber beantworten müsstet, um euch dann selber zu entscheiden, welche Beautybox für euch persönlich die Box ist, die am meisten passt, weil das ist, kann ich gar nicht beantworten. Ich persönlich weiß für mich auch gar nicht, welche ich am liebsten mag und welche für mich am tollsten ist. Kann ich gar nicht sagen, weil dafür sind die Boxen einfach viel zu häufig, viel zu unterschiedlich und genau, also von Monat zu Monat teilweise, ne, dass man das halt gar nicht so pauschal beantworten kann,
welche jetzt die absolute Beautybox ist. Es ist natürlich praktisch, wenn diese Beautybox auch noch anbietet, dass du einen Adventskalender zum Beispiel jetzt vergünstigt bekommst. Das tun aber mittlerweile fast alle Beautyboxen. Dementsprechend ist es gar nicht so leicht, das darauf einzugrenzen, ne? Weil du dann auch entsprechende Vergünstigungen bekommst, wenn du zum Beispiel in deren Online-Shop einkaufst. Also es hat so viele Aspekte. Möchtest du, dass die Box monatlich erscheint? Möchtest du, dass die Box nur alle 2-3 Monate erscheint oder alle 4 Monate? Möchtest du viel oder wenig Produkte bekommen? Das sind alles immer so Fragen, die man sich selber stellen sollte und dann kann man das Ganze eingrenzen. Ich persönlich kann euch das aber nicht eingrenzen, weil kann ich nicht. Das ist eure persönliche Entscheidung und Beautyboxen sind meiner Meinung nach auch das mitpersönlichste, was man so abonnieren kann. Ja. Das tut mir sehr leid, aber das kann ich nicht beantworten pauschal. Das ist zu schwer. Ja, ich wollte jetzt einfach mal den Moonstone nochmal drüber gehen, weil ich liebe den Moonstone Highlighter. Schöne Palette, oder? Hätte man so gar nicht erwartet, dass da so ein schöner Nude Look bei rumkommt. Nur mit Highlightern. Mel-FI-06 fragt, bezahlst du alles selber? Adventskalender, Boxen und so weiter? Nein. Das wäre unfassbar. Zum Beispiel dieses Setting Spray habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Das ist eine Firma, mit denen ich zusammenarbeite. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Purish. Das Love Perfectitude 3-in-1 Prime and Fix Spray, das ist dieses hier. Und mit dem Code CLAUDIXLOV sparst du 20% auf das komplette Love Sortiment von Purish. Sowas zum Beispiel ermöglicht mir, Kooperation mit den Firmen zu haben. Ich verdiene nichts an dem Code, aber es ist so, dass wenn ihr zum Beispiel meinen Code verwendet, dann sieht die Firma Purish in dem Sinne, dass es gefragt ist, dass da überhaupt Leute sind, die das interessiert und dass ich mit meinem Video, mit den Produkten, die ich von denen zeige, auch Leute erreiche. Ne? Das ist so eine Win-Win-Situation. Ich bin quasi in manchen Punkten echt eine Werbefläche, aber das war jetzt, glaube ich, das erste Produkt, was ich hier in meinem Video habe, was mir in der Kooperation zugeschickt wurde. Genau, aber es passt gerade sehr. Spray übrigens. Das ist süß, wenn man einatmet. Und genau, ich bezahle nicht alles selber. Nein, ich bekomme Produkte teilweise zugeschickt von Firmen, aber man darf nie vergessen, es ist nett, wenn man Produkte zugeschickt bekommt, aber ich musste auch eben wegen solcher Dinge und wegen der ersten Frage, die ich ja beantwortet habe zu dem Verdienst hier, ein Kleingewerbe anmelden. Das heißt, ich muss das alles als Geldwertenvorteil in meiner Steuererklärung angeben und das wird alles umgerechnet und dann kann es sehr gut sein, dass ich Steuern nachbezahlen muss. Man hat einen gewissen Freibetrag, ich habe immer noch so ein Pinselhaar, wo man halt sowohl Produkte in diesem Wert gratis bekommen darf, als auch Einnahmen erzielen darf in diesem Wert. Da darf man aber nicht vergessen, dass ich ja halt auch arbeite, ne? Also ich bin ja auch berufstätig, das heißt, da verdiene ich ja auch schon Geld. Das heißt, das muss alles durch meinen Steuerberater schön geprüft werden und am Ende des Jahres erfährt man dann, oder beziehungsweise am Anfang des Folgejahres erfährt man dann, was man tatsächlich verdient hat und für welche Sachen man gegebenenfalls was nachzahlen muss, ne? Genau, das heißt, es ist nicht immer alles nur fein, fein, lass mal kommen, ich möchte hier alles nur horten, sondern es ist auch so, dass man das erfassen muss und dass man darüber auch eine Steuererklärung abgeben muss. Ja, es ist auch so, dass manche, übrigens verwende ich jetzt einen Eyeliner von I Heart Revolution, das ist der Fantasy Eyeliner in Black, das ist dieses süße kleine Einhorn, hatte ich in meiner Pink Panda Surprise Box oder sowas drin, der ist dicker als man denkt, der ist ziemlich dick, ne, mal gucken, ob ich damit klarkomme, genau, das darf man nicht vergessen. Aber ja, ich bekomme Sachen zugeschickt. Also manche Boxen bekomme ich in der Kooperation zugeschickt. Und manche Produkte. Aber natürlich bei weitem nicht alles, was man hier sieht, ne? Das wäre vielleicht erstrebenswert, aber auch das, wie gesagt, muss man steuerlich angeben. Das ist einfach ein Rechenbeispiel, ob sich das lohnt oder eben nicht. Ich freue mich sehr, dass viele Kooperationen bei Adventskalendern zum Beispiel jetzt auch zustande gekommen sind. Das heißt, nicht jeder Adventskalender, den ich hier vorstelle, habe ich selber bezahlt. Das sage ich aber auch in dem jeweiligen Video. Puh, Eyeliner ziehen und gleichzeitig dabei quasseln ist nicht so unbedingt meine Stärke, um ehrlich zu sein. Harry Carina fragt, wurdest du schon mal auf der Straße angesprochen, erkannt wegen YouTube?
Nö. Ich wohne hier wirklich an einer Stelle in der Welt, wo ich glaube nicht unbedingt viel YouTube geschaut wird. Ich weiß nicht, aber nö, null, nada, niente. Aber Leute, ich bin ja auch echt kein großer YouTuber, ne? Mich sieht man ja auch nicht in irgendwelchen Werbeanzeigen oder so. Wobei, und das hat mich letztens mega, mega stolz mal gemacht, hatte Glossybox mich auf deren Instagram-Profil repostet. Und zwar ein Post von mir, der schon Ewigkeiten alt war. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln, denn ich habe ja gar keine Kooperation mit denen. Ich habe da tatsächlich auch ein paar Mal nachgefragt, ob wir vielleicht mal eine machen wollen. Aber da wurde nie drauf reagiert. Und ja, da fand ich das dann sehr interessant, dass dann ein Post von mir gerepostet wurde, wo ich den Glossy Sale von, ich glaube, 2019 auf meinem Instagram-Profil gezeigt habe und da irgendwie so einen Stapel von Boxen hochgehalten habe. Und ja, das wurde dann gerepostet und das fand ich ziemlich ulkig. Denn ich bin auch kein Teil von dem Glossy Circle. Wäre ich gerne, weil dann hätte ich jetzt auch schon den Glossy Box Adventskalender und hätte da nicht mein eigenes Geld für ausgeben müssen. Aber irgendwie, nö, kommt das nie zustande. So, dieser Eyeliner ist wirklich super kompliziert, aber wenn er dann drauf ist, ist er ganz nice, ne? Beschwer ich mich nicht, doch den finde ich ganz okay. Der darf auch bleiben. Xmelly1999 fragt, wenn dein Kanal weiter wächst, würdest du irgendwann deinen Beruf für YouTube aufgeben? Also, liebe Melly, der Beruf Content Creator, Schrägstrich Influencer, Schrägstrich YouTuber ist einfach ein Beruf, der die Selbstständigkeit voraussetzt. Und ich war nie ein Fan der Selbstständigkeit. Ich war immer ein Fan davon, Angestellte zu sein und eben nicht Geschäftsführerin oder sonst irgendwas sein zu müssen. Wenn du das hauptberuflich machst, bist du das aber. Du bist dann zwar dein eigener Chef und sowas alles, aber du musst selber zusehen, dass du deine Krankenkassenbeiträge bezahlst, du musst selber zusehen, dass das Unternehmen läuft und so weiter. Du bist von so vielen Sachen abhängig. Deswegen meine klare Aussage, nein. Ich liebe nebenbei auch mal so, ne, meinen Beruf, was ich auch schon mehrfach in diesem Video gesagt habe, glaube ich. Oder habe ich gesagt, dass ich meinen Beruf liebe? Ich liebe meinen Beruf, ernsthaft. Ich verwende jetzt eine Mascara und das ist von Isadora, die Build-Up Mascara Extra Volume. Es ist einfach ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen, was nach Mascara riecht. Spektakulär. Okay, das kann ich jetzt nicht lesen. Das ist Christina rückwärts. Wenn du ein Beauty-Produkt rausbringen könntest, welches wäre es? Eine Mascara. Natches1986 hat mich gefragt, wie gehst du mit Hate um? Einige sind ja echt unverschämt, was ich da gelesen... Einige sind ja echt unverschämt, was ich da lese. Und ein trauriger Smiley. Ja, liebe Natches. Ich bin 31 Jahre alt und ich weiß durchaus, was ich in meinem Leben erreicht habe und was ich kann. Wenn jetzt hier irgendwelche Hate-Kommentare unter Videos geschrieben werden, weiß ich durchaus, dass es nicht unbedingt erwachsene Leute sind, die mir diese Hate-Kommentare schreiben, sondern dass wir hier von einer Altersklasse von, sagen wir mal, 5 bis 15 reden. Da diese Leute maximal halb so alt sind wie ich und dementsprechend maximal halb so viel Lebenserfahrung haben, ist es mir vollkommen Wurst. Natürlich lese ich mir das durch, natürlich nehme ich mir das auch ein Stück weit zu Herzen, natürlich. Ja, ne, das ist immer so. Aber dann lese ich 5 weitere Kommentare, die sich unter diesem Video befinden, und dann lese ich, wie wundervoll manche Leute dann auch kommentieren und wie extrem lieb und herzlich. Und dann ist der Hate-Kommentar dann auch schon direkt wieder vergessen. Ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit wurde auch immer wieder kommentiert, wie furchtbar meine Augenbrauen aussehen oder keine Ahnung, dass ich zu viel quatsche, dass, keine Ahnung, irgendwas hat denen immer nicht gepasst, ne? Und dann wurde halt meistens halt so auf äußerliche Themen kommentiert und das ist einfach Hate, wo ich mir denke, ja komm, komm du mal klar in deiner verkackten Welt. Ich glaube, dass es deutlich schlimmere Dinge im Leben gibt als dünne Augenbrauen oder ein Pickel im Gesicht. Da gibt es wirklich schlimmere Dinge auf der Welt und das konnte ich halt auch einfach nicht nachvollziehen. Was ich gut finde, ist konstruktive Kritik. Also wenn wirklich kritisiert wird,
Mensch, Claudi, achte mal da und darauf oder könntest du nicht mal vielleicht das und das anders machen? Zum Beispiel, was hier so Lichtverhältnisse angeht, da habe ich auch extrem drauf geachtet. Viele wünschen sich auch gerne wieder zurück, dass ich euch noch wieder ein Stückchen näher ranhole. Das Problem, dann wird das Licht wieder schlechter, weil ich habe hier so ein Ringlicht und da ist die Kamera drin. Und wenn das auf dieser Entfernung ist und jetzt seid ihr maximal rangezoomt, dann ist alles auch im Hintergrund wieder ein bisschen heller. Wenn ich aber euch wieder mit dem Ringlicht und der Kamera zusammen näher ranholen würde, wäre der Hintergrund wieder automatisch dunkler. Das ist, weil das Licht halt so streut. Darüber wollte ich tatsächlich auch nochmal ein Video machen, wenn es die Zeit irgendwann mal zulässt, weil ich nicht 5 Videos an einem Tag hochladen möchte, wo ich halt auch so ein bisschen erzähle und erkläre, was ich hier für Equipment habe und was man als Beauty-YouTuber in Anführungsstrichen braucht. Also, ne, da habe ich mir schon einen Plan gemacht, ich strukturierter Mensch mal wieder, und habe mir schon überlegt, was man damit reinnehmen kann. Es wird wahrscheinlich ein sehr umfangreiches und langes Video, aber auch das gehört damit zu. Genau, und wo war ich stehen geblieben? Bei Hate-Kommentaren, genau. Ja, also Hate ist ärgerlich, aber er ist nun mal da. Immer mal wieder. Ich kriege auch per Instagram manchmal so Nachrichten, wo ich mir denke, ne, da sind die nackigen Menschen, die mir manchmal zugeschickt werden, tatsächlich noch das Niedlichste von allem. Aber da kann man halt wenigstens drüber lachen, um das mal so zu sagen. Aber ja, weiß ich nicht. Je mehr man von sich preisgibt, desto mehr macht man sich natürlich angreifbar. Das darf man nicht vergessen. Aber ich weiß nicht. So bösen Hate, wie andere Content-Creator schon bekommen haben, habe ich noch nicht bekommen. Also mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich bitte aus dem Leben scheiden sollte oder sonst irgendwas. Das kriegen andere nämlich dann zugeschickt. Das ist echt hart, was man da teilweise hört. Zum Beispiel hatte vor ein paar Monaten Marvin Magnificent auch mal so ein Video veröffentlicht. Also da musste ich so heulen, als er das so präsentiert hatte. Ne? Das war echt super traurig, weil ich das einfach schlimm finde. Klar sind das Kinder, die sowas schreiben, aber ich finde es richtig schlimm. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen so böse sein können. Ich meine, in meinem Leben wurde mir sowas schon direkt ins Gesicht gesagt. Dementsprechend bin ich da schon wirklich abgehärtet. Aber ich finde, das ist einfach schlimm, diese Anonymität im Internet auszunutzen und sich dann dahinzusetzen und einfach total random solche Kommentare unter irgendwelche Videos zu schreiben. Weil die Leute einfach vergessen, wie sehr man Menschen damit verletzen kann. Ne? Das ist echt traurig. Naja, aber im Großen und Ganzen hält es sich bei mir Gott sei Dank noch in Grenzen. Toi, toi, toi. Ich habe eine total liebevolle und wundervolle Community und weiß das auch wirklich, wirklich zu schätzen, wie gut man hier miteinander umgeht. Und dass hier auch eine sehr erwachsene Kritik geäußert wird. Und das möchte ich euch allen auch wirklich hoch anrechnen. Und ich hoffe nicht, dass durch diese Aussage, die ich jetzt hier getätigt habe, Leute sich dazu animiert fühlen, blöde Kommentare unter mein Video zu schreiben. Das wäre etwas blöd, ne? Ja, so. Also das ist jetzt übrigens hier die Mascara. Und die ist okay. Ne? Die macht wirklich sehr, sehr schöne, lange, aufgefächerte Wimpern. Das gefällt mir eigentlich wohl ganz gut. Ich finde sie aber tatsächlich etwas trocken. Und ich merke, dass ich sie auf jeden Fall jetzt aufbrauchen muss, weil ansonsten wird die sich von ganz alleine verabschieden, denke ich mal. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, weil ich muss ja noch hier Tüdelü machen. Peti-Sword fragt, wie bist du zu deinem Hund gekommen und geht's ihm aktuell gut? Unser lieber Sammy kommt, wie eben schon gesagt, von der Eiche vor Dogs und ist in Bosnien geboren worden. Dort ist er auf einer Mülldeponie groß geworden und wir hatten eigentlich nach einem Gefährten für uns gesucht, um das mal so zu sagen, und haben auf eBay Kleinanzeigen geschaut. Einfach nur, um uns inspirieren zu lassen. Ja, das Ganze hat sich dann doch etwas schneller entwickelt, als wir dachten. Und so haben wir halt die Eiche vor Dogs entdeckt. Ne? Also die kannten wir vorher so nicht. Und dann sind wir über eBay Kleinanzeigen auf deren Homepage gekommen und haben halt gesehen, welche Hunde dort aktuell beheimatet sind. Und sind dann einfach nur zu Besuch mal dorthin gefahren und sind mit Sammy nach Hause gefahren. Tatsächlich, ja. Also das war sehr, sehr schnell. Hat hier dann Probewohnen machen dürfen, hat dann 2 Wochen durchgeschlafen, dann war das Probewohnen vorbei. Schwupps, der war, seitdem er das erste Mal über unsere Türschwelle gelaufen ist, safe hier beheimatet. Also ja, so sind wir zu Sammy gekommen.
eigentlich aus einer Schnapsidee, weil mein Freund und ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt diese, ja, wir haben uns jeden Freitagabend hingesetzt und haben uns einfach zusammen einen Cola Whisky oder einen Whisky so getrunken, weil wir zu dem Zeitpunkt noch eine sehr opulente Whisky-Sammlung hier zu Hause hatten und uns einfach mal so ein bisschen ins Wochenende einfügen wollten. Und das war einfach so eine kleine Tradition. Und in dieser Laune fiel dann irgendwann von mir der Satz, ach, im Prinzip können wir uns auch mal einen Welpen holen, so viel Zeit, wie wir aktuell haben. Denn das hatten wir zu dem Zeitpunkt und Sammy ist zwar nicht als Welpe zu uns gekommen, der war so 1,5 Jahre ungefähr alt, 2 Jahre ungefähr war der alt, genau. Und ja, seitdem ist er hier. Ich glaube, freitags hatten wir gequatscht, montags sind wir hingefahren und seitdem ist Sammy dann bei uns. Also natürlich haben wir auch schon, ne, vor Jahren drüber nachgedacht, wenn wir mal irgendwann ein Haus haben, wollen wir uns auch auf jeden Fall einen Hund holen. Aber dass wir uns einen Hund geholt haben, war sehr schnell. Das ist übrigens von Catrice der Plumping Lip Liner in der Farbe, ja, das steht auf dem Deckel, 020 What a Doll. Das ist einfach so ein schönes Nude, mag ich sehr gerne. Habe ich auch in dem Catrice Full Face Gedönsen mit den Neuheiten getragen. Und Lip Liner trage ich mir halt immer so komplett auf die Lippe auf. Ne? Dann hält alles einfach auch ein bisschen besser. Entschuldigung. Puh. Geht es Sammy gut? Auch das eine Frage. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Er hat sich gerade hier vor der Tür geschüttelt. Ihm geht es sehr gut. Es ist nicht mehr dieser Hochsommer. Es ist alles wieder ein bisschen entspannter von den Temperaturen her. Jetzt verwende ich von L'Oréal Le Rouge Lumière 105 Beautiful Rosewood. Das ist, ja, dieser hier. Ist eher so ins Pinke. Habe ich aber gelost. Darf jetzt drauf. Ihm geht's richtig gut. Also wirklich, ne? Mein Freund ist Homeoffice technisch sowieso jetzt die ganze Zeit zu Hause. Das genießt er. Und jetzt haben wir die kommende Woche auch Urlaub. Das wird er noch viel mehr genießen. Er kann auch alleine sein. Da hat er nichts drum bei, wenn wir dann arbeiten sind. Aber also wenn wir zum Beispiel vor der Corinna-Zeit ganz normal arbeiten waren und niemand im Homeoffice war, war das für ihn auch okay. Der hat hier keinen Blödsinn angestellt oder so. Aber ihm geht es tatsächlich gut. Er wird gleich mit mir zusammen auch die Zoroyal Schatzkiste unboxen. Da freut er sich, glaube ich, auch sehr drüber. Die steht nämlich hier neben meinem Tisch und immer wenn Sammy dann hier mit im Raum ist, dann wuselt der hier immer so rum. Ich habe jetzt natürlich keinen Schmuck an, aber ich kann ja meine Haare einmal öffnen. Dann seht ihr den kompletten Labarababa-Look mal in voller Fülle. Meine Haare sind übrigens noch ein bisschen nass. Wir ignorieren das einfach mal ein bisschen. Genau. Ja, und so sieht dann mein fertiger Look aus. Ich finde den sehr, sehr schön und das ein oder andere Produkt, also das Augenbrauen-Mascara Fee darf jetzt tatsächlich gehen, weil das hat mich echt genervt. Ansonsten werden die anderen Produkte bleiben, ne? Ja, aber das ist jetzt mein fertiger Look. Ich hoffe, es hat euch allen auch gut gefallen, dann vielleicht auch mit mir ein bisschen zu quatschen und ein paar Fragen von euch beantwortet zu bekommen. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Fragen rein, die ich dann in 2 Wochen beim nächsten Style & Talk Shop My Stash Lottery Video beantworten werde. Das werden dann samstags vielleicht auch etwas längere Videos werden. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!